einen wundervollen Montag. Thema direkt rein, Thema Respekt. Wir müssen drüber reden, Kinas. Respekt, nicht nur verlangen, Respekt muss man auch geben. Aber zunächst einmal nochmal herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Episode hier am Montag. Einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Ganze hier hört oder auch seht auf Spotify, YouTube und Co. Ja, die Jenny und ich, wir müssen drüber reden. Respekt. Respekt vom Alle. Respekt, weil ich 20 Jahre älter bin als du. Woher kommt das ganze Thema überhaupt? Und wie empfinden wir das Ganze? Ja, Thema eventuell auch Respektlosigkeiten diverser Generationen gegenüber, aber auch vielleicht Respektlosigkeiten, die einem selbst passieren. Ja, Ja, weil, aber auch zum Beispiel in der Führungsrolle ein wichtiges ja, Thema. ich finde es halt ein wichtiges Thema, weil viele gehen davon aus, dass natürlich sollte man Respekt gegenüber der Menschen haben, ja, dass man da nicht als was Besseres daherkommt, von oben herab und was weiß ich nicht, ne? Aber diese Grundeinstellung zu haben, ich bin älter als du, also habe ich prinzipiell erstmal recht und es muss so laufen, wie ich das will. Aber die Frage ist ja auch, was definiert man unter Respekt? Was heißt es Also Respekt? Respekt erstmal an meine Haare. Ja, aber Genau, wirklich. aber wie willst du das Ganze definieren? Hast du da vielleicht irgendwie was Nein, parat? also ich denke mal, für jeden heißt es oder bedeutet Respekt etwas anderes. Ja, also für mich bedeutet, also wenn ich, also für mich gibt es einen Unterschied, also ich weiß, vielleicht ist es auch die falsche Definition, aber für mich gibt es das Thema tolerieren und es gibt das Thema respektieren. Dass ich jemand, also zum Beispiel, dass ich meinen Chef toleriere irgendwo, weil ich muss es ja. Also es ist ja irgendwo ein Muss, ne? Also wenn ich in einem normalen Angestelltenverhältnis bin und habe einen Chef, dann muss ich ihn ja zumindest mal tolerieren, weil er ist eben mein Vorgesetzter oder ich muss halt kündigen, aber ich muss ja das machen, was er sagt und ich muss ja irgendwie mit ihm zusammenarbeiten. Also muss ich ihn ja als Mensch, ob ich ihn jetzt mag oder nicht, tolerieren. Respektieren ist aber für mich nochmal ein anderes Paar Schuhe. Respektieren tue ich Menschen, die meiner Meinung nach etwas leisten oder die sich einfach korrekt verhalten. Also das für mich hat jemand Respekt verdient, wenn er zum Beispiel eine loyale, ehrliche Person ist. Wenn er gegenüber mir ehrlich ist, wenn er gegenüber mir loyal ist, wenn er da ist, also wenn er für mich da ist oder wenn ich jemanden brauche und er ist da, vor allem Verlässlichkeit hat für mich viel mit Respekt zu tun, ne, wenn man sich auf jemanden verlassen kann. Das sind für mich Werte, warum ich Menschen respektiere, weil für diesen Respekt, den ich ihnen zolle, müssen sie was geleistet haben. Das heißt jetzt nicht, dass jemand einen Doktortitel haben muss, hat damit nämlich gar nichts zu tun, ne? Also ich meine, klar, wenn jemand sich den schwer erarbeitet hat, um Gottes Willen, respektiere ich das auch, ne? Also Hut ab, du hast Doktortitel. Aber es hat trotzdem was mit der Leistung zu tun oder mit der Art und Weise, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst. Das hat was für mich mit Respekt zu tun. Was hältst du von meinem steilen Ding, was ich jetzt gleich sage? Viele haben noch nicht mal Respekt vor sich selbst. Genau, das Ja, stimmt. wie sie auch über sich selbst reden manchmal, oder Ja. vielleicht auch über sich selbst. Also vielleicht hat man das auch schon selbst erlebt, wie man über sich selbst spricht, ne? Ja. Aber ich finde, es fängt ja schon bei so lapidaren Themen an. Was stopfe ich mir an Food rein? Gebe ich mich gewisser Substanzen hin? Habe ich so wenig Respekt vor mir selbst, dass ich mich Ja, da es hat sehe, auch was mit Wertschätzung zu tun, ne? ja, sich selbst wertzuschätzen, sich selbst zu achten, Ja. und auch halt eben nicht nur das Thema Respekt in dem Sinne, aber wenn jemand was geleistet hat, nein, es fängt ja schon bei dir selbst an, ja, Ja. dass du dich quasi so gut leiden kannst, wie man halt eben selbst ist, ja, vor Ja. dir selbst halt eben den Respekt nicht verlierst, ja, irgendwo vielleicht Sachen machst, Dinge machst, die du als, keine Ahnung, so gesprochen, als Ehrenmann oder als Ehrenfrau nie hast machen wollen, aber dann auf einmal machst, aus welchen Gründen auch immer. Ja, ich meine, das ist auch so ein Thema, ne? Ja, also Wertschätzung und Respekt hängen für mich eng miteinander zusammen. Und das hat für mich auch was damit zu tun, ob ich jemand respektiere oder nicht, weil wenn jemand mit mir, sage ich mal, nicht wertschätzend umgeht, dann habe ich vor dieser Person auch keinen Respekt. Ja, finde ich auch wichtig und richtig, jetzt war das so auch noch konkreter zu sagen. Warum sollte man sich dann nach wie vor mit Personen auseinandersetzen? Sei es
im engeren Personenkreis oder auch vielleicht im Job, und natürlich im Job hast du immer so unbedingt die Handlungsmöglichkeiten. Also, ja, natürlich, wie man mit dir umgeht. Ich ja, sag mal so, im Job finde ich persönlich, ist es einfach wichtig. Ich, wie gesagt, ich kann einen Chef tolerieren, ich kann aber einen Chef respektieren. Wenn du eine gute Führungskraft bist und dein Team wirklich gut führst, das hat aber was damit zu tun, einfach, dass man auch wirklich führt. Das heißt nicht, dass ich Best Buddy bin und nur mache High Five und wir machen Chilaui, Baui, Baui. Ja? Das heißt aber auch nicht, dass ich da rumlaufe und mache jeden immer einen Kopf kürzer, sondern das muss einfach ein ehrliches, vertrautes Zusammenarbeiten sein, wo man offen und ehrlich sich in die Augen gucken kann und sich gegenseitig ein Feedback geben kann zur Arbeitsweise oder zur Leistung. Ne? Also wo auch mein Mitarbeiter mir ein Feedback geben kann, was ich annehme und versuche umzusetzen. Und ich ihm ein Feedback geben kann, wo er dankend annimmt, um sich einfach weiterzuentwickeln, um einfach die Unternehmensziele oder vielleicht unsere Ziele zu erreichen. Aber das hat auch was damit zu tun, dass ich mit dieser Person wertschätzend umgehe. Das heißt, wenn ich ein Meeting habe mit der Person, dass ich mir die Zeit nehme und mich hinsetze und dieser Person zuhöre und nicht nebenbei am Laptop hock und E-Mails beantworte oder vielleicht irgendwie auf dem Handy tippe. Das hat was damit zu tun, dass ich einfach, sag ich mal, auf die Person eingehe und nicht abartige Dinge verlange. Also zum Beispiel, wenn die Person zu mir kommt und sagt, ey, ich weiß, ich bräuchte da unbedingt frei, weil mein Sohn heiratet zum Beispiel, hat es auch was damit zu tun, dass ich es für diese Person möglich mache, dass es möglich ist. Aber im Gegenzug hat es natürlich auch damit zu tun, dass mein Team, wenn mal bei mir was ist, mir den Rücken frei hält, ohne da irgendwie, ne? Also das ist halt für mich viel alles mit Respekt zu tun. Und wenn die Basis nicht gegeben ist, dann, wie gesagt, dann toleriere ich vielleicht meinen Chef, weil ich es muss, aber ich respektiere ihn nicht. Und dann ist man in meinen Augen auch keine gute Führungskraft. Aber vor allem muss ich halt eben so auch für mich auf den Punkt bringen. Jeder erlebt ja seinen Job irgendwie anders, auch wenn man denselben Job ausübt. Ich habe für mich zu verstehen bekommen, jetzt habe ich hier wieder einen Daumen runter, Thema Zuhören funktioniert in den seltensten Fällen wirklich, ja, dass ihr wirklich, wirklich zuhört, auf deine Bedürfnisse eingeht, auf deine Themen eingeht und dementsprechend auch handelt, du hast das eben schon gesagt, aber auch vielmehr allein welche Sprache benutzt wird und der Tonfall. Ich schwöre, es gibt nichts Abgefuckteres. Ich will jetzt nichts über den Kamm scheren, aber wenn ihr derselben Bildungsstand habt, ne, Bildungsstandard irgendwo auch erlebt habt, ihr wart meinetwegen auf der Hauptschule, gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr, nur noch Gesamtschulen, Realschulabschluss, wie auch immer, ja, die dann zu irgendwas gekommen sind, durch Lack meinetwegen oder durch Arbeitseifer und dann eine Position 2 höher sind oder so als du und dann anfangen, so disrespectful zu werden, weil sie denken, denen kann gar nichts. Aber wenn ich überlege, ich habe so viele Leute gesehen in unserem Leben, in meinem Leben, auch in meinem Berufsleben, die sind der letzte Schmutz, ja, sobald sie irgendwo an ein bisschen Macht gekommen sind, an ein bisschen Handlungsverfugnis hier, ne? Also furchtbar. Ja, die Leute vergessen, wo sie herkommen. Und dann sind wir wieder beim Thema, ja, da wollen sie Respekt haben. Ja, was willst du denn Respekt haben? Du gibst doch nicht mal Respekt raus. Ja, ja, das Problem ist halt einfach, ich finde, viele vergessen dann einfach ihre gute Kinderstube. Ne? Ich meine, ja, mit dem Alter ist es so eine Sache. Also ich muss sagen, meine Mutter ist noch richtig, richtig oldschool. Ne? Und ja, meine Mutter hat mich auch sehr oldschool, sage ich mal, versucht zu erziehen, was natürlich in Deutschland nicht wirklich 100% möglich war, weil in Asien ist es im Prinzip, ich weiß nicht, ob es in Asien generell so ist, aber in Malaysia, bei Chinesen, wir sind ja Chinesen, ist es einfach so, deine Eltern hast du zu verehren, beziehungsweise du hast im Prinzip einfach zu kuschen. Du hast Ja und Amen zu sagen, was die dir sagen, was die machen, ja. Also, alleine, man gibt schon keine Widerworte. Also im Prinzip würdest du noch nicht mal mit deinen Eltern diskutieren, wenn du genau wüsstest, dass das, was sie sagen, falsch ist, würdest du aber aus Respekt mit denen nicht diskutieren. Und da gibt es auch ein Wort dafür. Also meine Mutter benutzt es sehr gerne. Also wenn man quasi Antwort gibt oder diskutiert, dann heißt es Bogassi, nennt man das. Ne? Also du hast keinen Respekt vorm Alter. Und das war natürlich bei meiner Mutter und bei mir schon immer schwierig, weil ich bin halt ein Mensch, der wirklich nicht immer diskutiert. Muss ich auch nicht immer, aber ich sag halt meine Meinung. Ja, also ich sag halt meine Meinung.
und nehme Dinge nicht einfach so hin und sage ja und Amen und tschüss. Ne? Also ich meine, ich bin schon, wahrscheinlich die, die mich als Kind kennen, als wirklich Kleinkind, die wissen, ich war ein sehr, sehr schüchternes, introvertiertes Kind, weil ich halt einfach so eine Erziehung genossen habe. Also ich habe mir nicht getraut, einfach einen Mund aufzumachen oder Nein zu sagen, habe ich mir nicht getraut. Also ich bin da schon streng erzogen, aber irgendwann kam dann halt wahrscheinlich der Rebell raus. Also ich wäre nie, wie soll ich denn sagen, also frech war ich gegenüber meiner Mutter nie. Also das gab's nicht, dass ich die irgendwie beschimpft hätte oder Schimpfwörter, also das gibt's bei uns nicht, ne? Also generell gegenüber älteren Menschen, gegenüber egal welchen Menschen, also ich würde auch nicht meinen Mann oder meine Freundin mit Schimpfwörtern beschimpfen, das ist für mich kein Niveau, das ist für mich keine Art und Weise. Das gab's bei mir nie und so bin ich auch nicht erzogen und da bin ich auch froh und dankbar drum, das gibt's einfach bei uns nicht. Und das habe ich auch nie mit meinen Eltern gemacht, dass ich die irgendwie angeschrien hätte oder mit Schimpfworten oder sonst was. Ich meine, klar, man hat mal hitziger diskutiert. Das gab es vielleicht schon, aber wenn halt meiner Meinung nach was nicht richtig ist, dann sage ich halt meine Meinung dazu, ne? Es ist halt einfach so. Und das ist quasi bei uns rein theoretisch schon zu viel. Aber in Deutschland ist ja auch völlig normal, ne? Also hier wird ja auch keiner kuschen, ne? Also im Gegenteil, da gibt es ja auch ganz andere Themen, wie Leute mit ihren Eltern umgehen. Ich will das aber auch gar nicht aufs Land oder die Nationalität runterbrechen. Aber klar muss man verschiedene Verhaltensformen haben, wie man generell mit Menschen umgeht, egal was in welcher Beziehung der Mensch zu dir steht und auch egal, wie alt der Mensch ist. Aber grundsätzlich habe ich ein Problem damit, wenn Leute einfach Respekt wollen für nichts, also nichts geleistet haben, aber wollen Respekt, weil ich bin älter wie du, deswegen musst du das machen, was ich sage, deswegen musst du zu mir erst Hallo sagen, deswegen musst du mir zuerst eine Nachricht schicken, deswegen musst du, was weiß ich, also mit solchen Dingen habe ich einfach ein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, klar, wir haben alle Anstand gelernt, klar, wenn man in den Raum reinkommt, dann sagt derjenige, der in den Raum kommt, Hallo, und nicht der, wo in den Raum kommt, nur weil er älter ist, muss Hallo gesagt bekommen, ne? Also das ist auch so eine Sache. Aber wie gesagt, Respekt verdient man sich und den bekommt man nicht automatisch. Punkt. Ja, ich finde es halt auch gut, jetzt hast du eben das Thema Bogassi, diesen Ausdruck reingestreut. Ich finde es halt irgendwo eine Bequemlichkeit, eine bequeme Ausrede vielleicht auch, wo sie uns auch so ein bisschen klein gehalten haben, die Leute, ja, ne? Ja. Weil die haben ja keine Leistung, jetzt in dem Sinne, klar, Eltern dies, das, Versorgung mit Food und was weiß ich, nicht dich großziehen, Sicherheit geben und so weiter und so fort. Das wollen wir alles nicht vergessen. Aber jetzt, wenn mir jemand sagt, ja, der hat Deutschland aufgebaut. So, jetzt rede ich mit dem Außendienstmitarbeiter. Der verkauft Bier. Oder verkauft irgendeinen Saft oder verkauft irgendwas. Was also überhaupt gar keine Wertschöpfung hat. Ne? Also klar, derjenige kann ein Bier trinken, derjenige kann einen Saft degustieren, wie auch immer. Aber für mich hat der keinen Tunnel gegraben, hat der keinen Bergbau betrieben oder irgendwas. Aber er hat dann Deutschland aufgebaut. Sag ich, the fuck, wo hast du Deutschland aufgebaut? Du warst mit deinem Auto unterwegs, du warst im Supermärkten und hast du deine Displays platziert und hast mal Verkaufsaktionen gemacht. Natürlich, du hast Ware angeboten, ja, aber das ist eine Wechselbeziehung. Ja, es wird was produziert, du verkaufst das. Aber du bist kein Steineklopfer gewesen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, du hast keine Steine eingeweicht in Wasser und abgeklopft, damit die Steine neu gebaut verwendet werden können. Die wenigsten können das von sich behaupten. Ja, deswegen finde ich es halt immer auch so schwierig, wenn sie mit dem Beruf argumentieren wollen, ja, dass sie da irgendwo Respekt verdient haben. Wo ist da die Basis? Ja? Du verlangst dann den Respekt dafür, was du leistest. Klar, natürlich hat dir das irgendwo Respekt verdient. Ja, aber der Beruf hat ja auch wirklich mit Respekt gar nichts zu tun. Ja, aber viele verwechseln das halt eben. Ja, total. Also ich meine, klar bin ich darauf stolz, dass ich von der Hauptschule bis hin zum Bachelor-Absolvent, bis hin zur Führungskraft mit über 800 Mitarbeitern. Natürlich. Bis hin jetzt zum Masterstudent und keine Ahnung, klar bin ich da stolz drauf und das ist was, das wird mir nie jemand wegnehmen können, weil es sind Dinge, die habe ich alle schon erreicht,
die habe ich mir erarbeitet und davor kann man meiner Meinung nach zwar den Hut ziehen, aber das hat ja nichts damit zu tun, null, dass mich jemand wegen diesen Dingen respektieren muss. Weil es ist ja einfach nur mein Lebenslauf, mein Werdegang, aber das hat ja nichts, das spiegelt ja null wider, wie ich mit Menschen umgehe, was ich zu Menschen sage, wie ich auf Menschen wirke, wie ich Menschen helfe, wie ich vielleicht Menschen weiterentwickle. Das sind ja Dinge, die, sage ich mal, Respekt ausmachen. Ja, zum Beispiel, aber auch, ja. Also ich sage mal so, für mich muss ich sagen, zum Beispiel meine Großeltern sind Personen, vor denen ich ordentlich immer Respekt hatte und haben werde. Nicht dafür, dass sie meine Großeltern sind, sondern einfach für das, wie sie sind, schrägstrich waren. Meine Oma lebt ja leider nicht mehr, weil einfach mein Opa zum Beispiel war oder ist eine super, na gut, also heute ist das nimmer, aber früher war der eine richtige Autoritätsperson. Also der war streng. Das war niemand, wo du einfach irgendwie was gesagt hast. So, alle hatten so ein bisschen Angst vor ihm, ja, weil einfach er schon diese Aura hatte, wenn er in den Raum reinkam und wie er gesprochen hat. Aber das Ding ist, mein Opa war halt immer ein korrekter Mensch. Der hat immer das Herz am richtigen Fleck gehabt. Also der hat immer geholfen, wo er helfen konnte, hat anderen gegeben, die weniger hatten, hat ein Geschäft, ne, war selbstständig, also mit Heizöl und Getränke hat er erfolgreich sein Geschäft geführt, hat seine Familie, sag ich mal, irgendwo gemanagt und alles, aber immer super fair, super korrekt, überall unterstützt, konnte auch richtig viele Dinge selber machen. Also es war ein richtiger Tüftler. Wenn du dem irgendwie gesagt hast, Opa, guck mal, das ist kaputt, dann hat er das definitiv wieder repariert. Es war noch so eine Kriegsgeneration, die einfach alles repariert haben, nicht einfach wegschmeißen und neu kaufen. Nein, es wurde alles repariert, ja. Und es, deswegen, meine Oma war sowieso ein mega Mensch. Das macht den Respekt aus. Nicht, weil er mein Opa ist und älter ist, sondern einfach die Person, die er ist, was er dargestellt hat, was er immer noch darstellt, wie er, ne, also so, das alles macht Respekt aus. Und nett, ja, ich bin dein Opa, ja, ich mein, und jetzt hast du Respekt. Ja, das ist genau. Das ist halt eben das, ja, Ding. Der hat ja auch keine jetzt großartige Erwartungshaltung gehabt, ja. Er hat mich ja auch irgendwo ein Stück weit aufgenommen in der Familie, ne? Ich weiß noch, das erste Aufeinandertreffen. Ich habe erstmal gar nicht gewusst, wer er ist, weil da so viele Rentner auf einmal an dem Tag da waren. Aber er hat immer einen respektiert. So, der hat mich nicht angeschaut. Klar, du bist ganz eindeutig zu identifizieren als Asiatin, also asiatische Wurzeln, ne? 50-50. Ja. Er hat einen nie das so spüren lassen. Das gab's nicht. Ja, das gab's, also dass du halt eben ein Ausländer bist, so, ne? Das habe ich komplett anders erlebt in meinem Leben. Ne? Ja, ich weiß. Weil, allein schon der Name und dann wurden schon die Witze gemacht und danach, also Vorname sowieso Abschuss, dann der Nachname komplett total Ausfall. Nee. Und, ne, aber er hat dir auch immer ein Stück weit Respekt gegeben. Ja? Und natürlich, jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen. Er war sehr begabt, was das Tüfteln angeht. Das hat er dir auch gerne gezeigt. Ich habe mir auch gerne mal was abgeschaut. Und so, finde ich auch, kann man sich Respekt erarbeiten irgendwo. Ja? Also das muss ich wirklich sagen, meine Großeltern, die waren immer offen. Also da hätte es nie einen dummen Spruch gegeben von wegen irgendwie Ausländer oder dies oder das. Nee, die haben auch nie, also, dich nie abgewertet irgendwie. Also jeden, den ich mitgebracht habe, egal welcher Herkunft, also Freunde, ne, oder auch Partner, die waren immer super korrekt. Also da hätte es nie, und die haben auch immer, willst du was trinken, willst du was essen? Also so dieses typische Geizige, was man kennt, das gab es auch never ever. Also die waren immer schon da richtig korrekt und das muss man halt wirklich auch, muss man denen hoch anrechnen. Ja, wie gesagt, das ist halt das Ding, Höflichkeit, Anstand, ne, diese Grundprinzipien, die waren intus, aber halt eben auch die Ehrlichkeit, die dahinter stand oder auch nach wie vor steht oder auch, sage ich mal, das Transparente, ja, wie die auch unterwegs waren. Ich meine, das alles, du kannst ja noch wie viele Punkte aufzählen, das macht für mich dann Respekt aus. Ja, aber dann, keine Ahnung, wenn ich mir dann irgendwie anhören muss von irgendwelchen Glanzleistungen, von irgendeinem Ritter, der auf dem Gaul daher geritten kommt und was er alles geleistet hat, ja, wen will ich denn jetzt gerade imponieren? Ja, so. Ich denke auch einfach, dass der Generationswechsel einfach da ist. Und ich denke, diese Generation Z, über die man immer schimpft, ja, also erstens mal gibt es nichts zu schimpfen. Wir waren alle mal jung und waren voller Sturm und Drang. Und dann muss man mal sagen, man kann diese Leute ja auch ein Stück weit verstehen, ja. Also
Und es ist ja auch gut, dass manche Dinge einfach mal aufzuhören haben. Also es ist auch gut, dass man einfach mal sagt, ey, ganz ehrlich, Respekt verdient man sich und den hat man nicht. Punkt. Ja, egal wie alt du jetzt bist, egal wer du jetzt bist, ob du mein Vorgesetzter bist, ja, also das gibt's einfach nicht. Wir sind auf Augenhöhe. Ich bin dankbar, wenn du mir was beibringen kannst, ja. Und ich bin natürlich auch gewillt, loyal gegenüber dir zu sein und da vernünftig miteinander zu agieren. Aber respektvoller Umgang von beiden Seiten ist einfach das A und O. Und ich denke, das ist halt so die Kluften, die im Moment so ein bisschen aufeinanderstoßen, weil die alte Generation fühlt sich nicht genug wertgeschätzt und die neue Generation finden sie fresh, weil da hat irgendwie keiner mehr so Respekt und Anstand und keine Ahnung. Aber ich glaube, es sind einfach verschiedene Dinge, die da verlangt werden. Ja. Oder einfach nur mal kurz als Beispiel. Damals, als wir in Tunesien im Urlaub waren, wenn man von Respektlosigkeit reden will, ne? Also natürlich, wenn ich im Urlaub bin, in einem fremden Land, versuche ich mich anzupassen. Ich bin anfassungswillig, versuche Bräuche, ne? Also auch Kulturen zu verstehen, auch ja. Glauben, Religionsrichtungen zu verstehen und zu achten. Ne? Wir waren ja auch schon hier Indonesien, auf Bali, in Malaysia. Ne, da wissen wir, es ist ein muslimisches Land und was weiß ich nicht. So, da waren wir in Tunesien. Da hatten noch ein paar Miturlauber. Die hatten sich halt eben auf so einer Städtereise, da haben wir Sidi Bou Said besucht, keine Ahnung, wie die Stadt nochmal richtig hieß und was weiß ich nicht so. Alles unterwegs, da war dann ein Restaurant, wo eingecheckt wurde. Und da haben die sich, also meines Erachtens nach, respektlos hoch 10 verhalten, weil sie sich mokiert haben, warum es hier kein Schweinefleisch zu essen gibt. Ach, also abartig. So, natürlich. Ja. Habe ich nicht erwartet, ne, dass ich in einem muslimischen Land einen Piggy-Pick bekomme. Ach Gott, also wir haben uns so geschämt, dass wir kein Deutsch gesprochen haben. Wir haben Englisch miteinander gesprochen, weil ich mich so, so geschämt habe für die Herkunft, für dieses Land, wo ich herkomme, ehrlich. Aber das ist auch was, das muss ich sagen, hat meine Mutter mir halt beigebracht, weil meine Mutter, wie gesagt, wir sind Chinesen, meine Mutter ist in einem islamischen Land geboren und groß geworden, also Malaysia. Die Geschwister meiner Mutter haben auch Moslems geheiratet, also die Hälfte unserer Familie ist auch Moslem. Aber fernab davon ist ja auch scheißegal, wer welche Religion hat. Fakt ist einfach, jeder hat gewisse Regeln, nach denen er lebt, Dinge, die er isst, die er vielleicht nicht isst. Und meine Mutter hat mir immer beigebracht, dass man respektvoll gegenüber anderen Menschen umgeht. Jetzt überlegt einfach mal, für mich ist das eine verpasste Chance. So, die hätten sie das mal beiseite geschoben, vielleicht hätten sie richtig toll das Land kennengelernt, die Leute kennengelernt. Vielleicht hätten die auch, natürlich alles viel Mutmaßung, hätte Fahrradkette, ne? Aber dann sind die ja so extrem, haben sich da so reinpalavert, so reingepetert mäßig, ja. Da denke ich mir so, was ist das? Du verpasst du hier gerade voll die Chance. Klar, natürlich, wo wir auch in Malaysia essen waren, für mich war da vieles sehr, sehr befremdlich. Ja. Wirklich befremdlich. Dann irgendwie ein Eistee oder keine Ahnung, wie die ganzen Getränke heißen, aus dem Plastikbeutel zu trinken mit dem Strohhalm. Ja. Ja, du bist gewohnt hier. Keine Ahnung, sinnbildlich ein Glas, ein Plastikgefäß, ein Karton, was weiß ich, ne, einen Trinkbecher zu haben. Nee, da wird das aus dem Plastikbeutel getrunken. Oder es wird mit Händen gegessen. Oder es wird sich du hast keinen Tisch, dann wird das auf dem Boden platziert. Ja. Das sind jetzt alles so Sachen, wo ich finde, es ist eine Möglichkeit, das Land kennenzulernen, die Leute kennenzulernen, wie die Leute auch funktionieren. Aber dann halt eben die Sinnhaftigkeit nicht zu verstehen und dann einfach mit tadelloser Respektlosigkeit zu agieren. Ich hasse das. Also ich kann sagen, ich hasse das. Ich kann das generell nicht leiden, wenn jemand respektlos mit anderen Menschen umgeht. Und das ist total egal, ob das ein alter Mensch ist, ob das ein Kind ist, ob das ein, was weiß ich, aus Inländer ist, weiß der Kuckuck was. Ich bin einfach der Meinung, jeder Mensch hat es verdient, dass man respektvoll mit ihm umgeht. Das ist einfach für mich Fakt. Und ich kann nicht nur, weil ich schlechte Laune habe, das an einem Dritten auslassen. Natürlich gibt es auch Situationen, da reg ich mich auf, da bin ich sauer. Vielleicht ist dann auch manchmal jemand dafür der Puffer. Das kann schon sein. Aber wie gesagt, ich muss niemand beleidigen. Ich kann meinen Sachverhalt sagen. Klar, wenn man Emotionen hat, ist man ein bisschen energisch, aber
dann sagt man der Person auch, ich weiß, sie können jetzt nichts dafür, es tut mir auch leid, dass ich das jetzt bei ihnen ablade, aber das ist eine Situation, das geht einfach gar nicht. Ne? Das kann man ja auch ruhig äußern, aber man kann immer mit Respekt Menschen begegnen. Und für mich fängt halt sowas wie Respekt auch an, dass ich zum Beispiel mit den Ressourcen eines Menschen respektvoll und wertschätzend umgehe. Und es fängt bei mir beim Thema Zeit an. Und das ist ein ganz einfaches Thema, wo ich mir sage, wenn ich mit jemandem etwas ausmache und dann ist für mich das gesprochene Wort zählt. Wenn ich sage, wir treffen uns morgen so und so, dann ist es so gesetzt, dann muss ich da nicht nochmal 10-mal nachtelefoniert bekommen oder sonst irgendwas, dann ist es bei mir so. Das Einzigste, was sein könnte, ist, dass jetzt tatsächlich gesundheitlich irgendwie, keine Ahnung, dass ich jetzt plötzlich voll den Durchfall oder sonst was hätte oder mit meinem Opa was wäre oder mit der Familie. Also wirklich, sage ich mal, höhere Gewalt im Spiel wäre, dass man wirklich sagt, man hat jetzt hier, man kann einfach nicht, weil es ist hier ein Unfall passiert, jemand ist im Krankenhaus oder keine Ahnung, oder vielleicht man muss arbeiten, weil eigentlich hätte man frei, aber man muss arbeiten gehen. Das sind für mich Dinge, warum ich einen Termin nicht wahrnehmen kann. Aber sonst spricht nichts dagegen. Und auch das finde ich respektlos, wenn Leute zu Terminen viel, viel zu spät kommen. Also ja, wenn es mal eine halbe Stunde, Stunde ist, okay, um Gottes Willen. Ne? Gerade wenn man vielleicht auch kleine Kinder hat, kann man ja nicht immer so pünktlich sein. Oder wenn man, wie gesagt, mit der Arbeit, von der Arbeit kommt oder sonst was, alles gut. Ne? Oder wenn man halt gar nicht irgendwie absagt oder zu spät absagt, das ist für mich der erste negative, fette Punkt, wo ich Respekt verliere, weil das für mich absolut nichts mit Wertschätzung zu tun hat. Genauso wie der Punkt, dass man einfach nicht Nein sagen kann. Leute, ihr habt so ein Problem und ich erlebe das bei so vielen Menschen, einfach nur zu sagen, hey, ich kann nicht kommen. Punkt. Da ist doch kein Mensch sauer. Alles gut, jeder kann sich richten. Man kauft dann extra Essen vielleicht ein, wenn es zum Beispiel bei einem Geburtstag ist. Oder, keine Ahnung, auch wenn man so Besuch bekommt, ist es ja so, dass man vielleicht irgendwas vorbereitet. Also ich bin auf jeden Fall so, dass ich immer irgendwie was da habe, ja. Und das hat auch für mich was mit Wertschätzung und mit Respekt zu tun einfach. Dass man auch mit solchen Dingen wertschätzend umgeht. Oder dass ich jemand nicht seine Zeit stehle für unnötig einfach. Ja, natürlich. Das ist dann ein respektloses Verhalten der Person gegenüber, weil Ressource Zeit, du hast gesagt, aber auch natürlich Ressource Geld, wenn zu viel eingekauft wurde, weil das muss dann weggeschmissen werden, weil es drüber ist. Und natürlich muss man auch immer beachten, ja, Respektlosigkeit hin, Respektlosigkeit her, dass die Würde, ja, wie es auch im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das ist für mich maßgebend für allen, für alle, für, ja. für ein gerechtes Miteinander, ja. Weil anders funktioniert es ja nicht. Ich sag mal, es kommt natürlich oft drauf an, ne? Ich meine, wie gesagt, um Gottes Willen, ich habe damit kein Problem, wenn jemand eine Stunde zu spät ist, weil wir sind auch manchmal zu spät. Manchmal ist es einfach so, dass man noch irgendwie einen Call hat, wo man nicht auflegen kann oder so, ne? Wenn es jetzt private Termine sind. Aber ich sag mal so, wenn ich einen Geschäftstermin habe, dann oder einen Arzttermin, also alles, was mit so einer Geschäftsbeziehung zu tun hat, da muss man schon gucken, dass man irgendwo wirklich pünktlich ist, weil das kostet ja auch der anderen Person ihr Geld, ne? Ja. Und ich kann ehrlich gesagt auch die Ärzte verstehen, dass jetzt fast jeder Arzt sagt, hier, wenn du den Termin nicht wahrnimmst, dann kostet es 80 Euro oder die Dienstleistung, die du bekommen hättest, weil ich will gar nicht wissen, wie oft es passiert ist, dass die Leute einfach nicht gekommen sind und es ist ja richtige Euros, die da flöten gehen, ne? Ja, da gab es ja damals die Praxisgebühr und was weiß ich nicht, wenn du nicht gekommen bist, du dann die 10 Euro einbehalten oder irgendwie so war das. Oder auch bei uns am Zahnarzt, wo wir sind, wenn du nicht innerhalb von, also unverschuldet kannst du absagen, aber wenn du weißt, du kannst den Termin nicht wahrnehmen, 48 Stunden, musst du dann Betrag XYZ übernehmen oder ja. Anteilig, was die Behandlung an dem Tag gekostet hätte. Also ja. Ihr seht's, und dann funktioniert das aber auch, ne? Wenn du dann der Person vertraglich sagst, ey, hier hast du eine Vereinbarung mit mir zu unterschreiben und einzuhalten, plötzlich geht's, ja, dann ist weniger Respektlosigkeit. Aber so viel zum Thema Respekt geben, ja, respektvoll miteinander umzugehen, sich gleichberechtigt zu verhalten, ja, gleichberechtigt, nicht irgendwelche alten Rollen hier einzunehmen und zu pochen. Ich bin Mann, du bist Frau, ich bin Macho, dies, das.
Es geht um Transparenz, es geht um aktives Zuhören, um Ehrlichkeit, um auch Sachen, die dir per Geburt automatisch mitgegeben werden. Ja, die Würde, ja, und so weiter und so fort. So ist es. In diesem Sinne, bleibt uns gesund und stabil. Lasst gerne ein Abo da. Folgt uns dem Ganzen hier. Forever Gains the Talk. Ja. Und kommentiert natürlich auch gerne, vielleicht auch mal einen Kommentar, wenn ihr euch über ein Thema informieren wollt oder was ihr selber sehr interessant findet, könnt ihr natürlich hier in die Kommentare was zum Besten geben. Ansonsten bis dahin. Ciao. Ciao.